Seit kurzem werde ich von einer Gestik verfolgt, und zwar vom Hasenjägerspiel. Das Hasenjägerspiel hat angefangen bei meinen ersten Auftritten bei Dirk Greuther. Und der Dirk hat mir dann beim ersten Mal noch gesagt: Andreas, dieses Hasenjägerspiel wird ein Running Gag, wirst du sehen. Und er hat tatsächlich recht. Viele fahren auf dieses Spiel ab. Warum? Das ist kognitives Training. Und kognitives Training hat folgenden Hintergrund. Und zwar, passt auf: Wir sind, was unser Gehirn anbetrifft, sind wir bis zu einem gewissen Grad aufnahmefähig. Das bedeutet, unser Gehirn hat eine gewisse Kapazität, neue Informationen zu verarbeiten, hoch aufmerksam zu sein und natürlich auch Infos abzuspeichern. Und wenn das ganze System optimal laufen soll, dann brauchen wir synchronisierte Gehirnhälften. Ihr müsst euch ganz grob vorstellen, die rechte Gehirnhälfte ist für unsere linke Körperseite zuständig und die linke Seite ist für unsere rechte Körperhälfte zuständig. Und die beiden müssen optimal miteinander kommunizieren. Und dafür gibt es Training. Und dieses Training, das wende ich immer bei den Veranstaltungen von Dirk Greuther an, bei der Vertriebsoffensive, bei der Marketingoffensive, beim Systemvertrieb und beim Umsatz Extreme. Und ja, und jetzt kam natürlich in letzter Zeit immer häufiger die Nachfrage: Wo kann ich sowas sehen? Wo bekomme ich die Infos her? Aus diesem Grund sitze ich heute hier und wir werden heute gemeinsam kognitives Training üben und da werde ich euch ein paar Übungen zeigen. Und diese paar Übungen, was ich euch heute zeige, die könnt ihr immer dann einsetzen, wenn ihr mit neuen Infos konfrontiert werdet. Wenn ihr neue Infos bekommt, wenn ihr ein Buch lest, wenn ihr in einem Seminar seid, wenn ihr in einer Veranstaltung seid und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Neuigkeiten, dann könnt ihr das anwenden. Das könnt ihr sogar ganz heimlich anwenden, wenn ihr wollt, indem es die anderen gar nicht mitbekommen. Und zwar, da zeige ich euch jetzt gleich mal die erste Übung im Sitzen. Die ist relativ easy und zwar, passt auf, ihr legt die Fingerspitzen zusammen. Okay, und jetzt machen wir mal Däumchen drehen. Schön Däumchen drehen. Däumchen nach vorne. Schön drehen und Däumchen nach hinten. Okay? Und am besten ist, wenn er das mal macht, ohne dass er hinguckt. So, das war der Daumen. Daumen ist easy. Jetzt kommt natürlich der Zeigefinger. Der Zeigefinger hat eine hervorragende Motorik. Warum? Der ist natürlich im Gehirn ganz gut verbunden, weil es ein Zeigefinger ist. Und jetzt kommt der Mittelfinger. Der Mittelfinger, der ist schon ein bisschen tricky. Der ist schon ein bisschen schwieriger. Aber es gibt natürlich auch eine Personengruppe, die diesen Finger extrem gut im Griff hat. Das sind die sogenannten Raser. Jetzt kommt der schwierigste Finger. Das ist der Ringfinger. Der Ringfinger, der schwierigste Finger. Warum? Weil er natürlich eine recht schlechte Verbindung zum Gehirn hat. Deswegen ist daran auch der E-Ring. So, und dann kommt der kleine Finger. Der kleine Finger, der geht wieder ganz gut. Und so machen wir schön mal vorwärts und rückwärts drehen, okay? Easy. Überhaupt kein Problem. Erste Übung, die war leicht, die war easy. Zweite Übung, Fingertippen. Hinten anfangen, nach vorne, vorne Doppeltipp, nach hinten, hinten Doppeltipp, nach vorne, vorne Doppeltipp, nach hinten, hinten Doppeltipp, nach vorne. So, und das übt ihr ein bisschen und irgendwann, wenn es am Anfang nicht klappt, dann macht es einfach Slow-Mo. Also ganz einfach langsam trainieren. Zack, 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 zack. Langsam. So, und irgendwann im Laufe der Zeit bekommt ihr das hin und es wird fließender. Reden und gleichzeitig das zu machen, ist schon eine Herausforderung, geht aber auch. So, das war die zweite Übung. Jetzt gehen wir gleich über zur nächsten Übung. Können wir auch wieder im Sitzen machen. Die ist relativ easy. Die rechte Hand zeigt der Zeigefinger nach vorne, also die Innenfläche. Und auf der anderen Hand haben wir die fünf Finger. Und jetzt tauschen wir. 5, 1. 1, 5. 1, 5. Okay? Hier 1, da 5. Hier 1, da 5. Hier 1, da 5. Slow-mo. 1, 5. Slow-mo 1, 5. Und wenn ihr das ein Weilchen macht, dann ist es ganz easy, dann läuft es von fast alleine. Okay, die ist auch relativ einfach. Immer schön Ruhe und so 15 bis 20 Mal hintereinander. Und jetzt kommen wir zur nächsten.
die ist jetzt ein kleines bisschen schwieriger. Die kann man im Stehen machen, die kann man im Sitzen machen. Also passt auf. Ich nehme die rechte Hand und lege die rechte Hand auf die rechte Brust. Die linke Hand nehmen wir nach vorne zur Faust und jetzt wechseln wir. Vorne ist die Faust, hinten die offene Hand. Vorne die Faust, okay, hinten die offene Hand. Vorne die Faust, okay, schöne Wechsel. Wenn ihr es jetzt gerade mitmacht und ihr stellt fest, dass es nicht ganz so gut klappt, dann ist es völlig normal. Es dauert ein bisschen. Irgendwann ist die rechte und die linke Gehirnhälfte so gut synchronisiert, dass das ruckt. Oh, habt ihr gesehen? Zu schnell gewesen, so nicht funktionieren. Vorne ist die Faust, hinten offen. Und irgendwann geht es ruckzuck. Dauert ein bisschen, bis das Ganze synchronisiert ist und dann läuft es. Diese Übung, wenn ihr ein paar Mal gemacht habt, ist auch easy. Wir haben noch eine, auch wieder im Sitzen, könnt ihr auch im Stehen machen. Also ihr nehmt die rechte Hand und macht eine Kreisbewegung auf dem Bauch. Nach links, schöne große Kreisbewegung. Schön drehen. Und jetzt, das wäre ja easy, ne? Das geht ja einfach. Jetzt kommt oben auf den Kopf eine Auf- und Abwärtsbewegung. Unten wird gedreht im Kreise und oben nur hoch und runter. Nicht oben drehen, sondern oben nur hoch und runter. Unten drehen. Und andere Seite, linke Seite, nach drehen, schön groß. Und oben hoch und runter. Unten drehen, oben hoch und runter. Auch das klappt irgendwann easy. Jetzt kommt die nächste. Kann man im Sitzen oder im Stehen machen, wie ihr möchtet. Ich mache es euch heute jetzt mal im Sitzen vor. So, und zwar, ihr nehmt die rechte Hand und die rechte Hand macht eine waagerechte Klatschbewegung. Okay? Waagerechte Klatschbewegung und die linke Hand macht eine Kreisbewegung nach oben. Unten waagerecht und die andere Hand, in meinem Fall die linke, macht eine Kreisbewegung nach oben. Schöne Kreise, okay? Andersrum. Linke Seite, Klatschbewegung, rechte Seite kommt die Kreisbewegung. So, auch das ist nicht so schwierig. Wir haben noch eine, die mache ich jetzt im Stehen. So, jetzt haben wir auf der rechten Seite eine horizontale Sägebewegung. Und auf der linken Seite machen wir eine vertikale Hobelbewegung, okay? Rechts sägen wir, links hobeln. So, das geht auch recht gut. Wenn es ein bisschen schwierig wird, dann ist es am Anfang normal, irgendwann läuft es alleine. Okay, andere Seite, jetzt gehen wir hier hoch und runter und auf der linken Seite wird gesägt. Okay, geht aber auch. Auch easy. Okay, dann wird es jetzt ein bisschen tricky und zwar Oberschenkel klatschen und jetzt sage ich immer rechts oder links. Und wenn ich sage rechts, dann greift die rechte Hand zur Nase, linke zum Ohr. Links, rechts. Links, rechts. Wichtig ist, nicht den Kopf zur Hand drehen. Der Kopf bleibt in der Mitte. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Okay? Wichtig ist auch, rechts an die Nase und unten am Ohrläppchen fassen. Genau zielen. Genau zielen. Super. Ohne Kopfdrehung. Auch das klappt nach einer gewissen Zeit. Und jetzt kommt Masterclass. Masterclass, allererste Übung, erkläre ich euch. Das ist tatsächlich der Hase. Und zu diesem lieben kleinen Hase gibt es eine schöne Geschichte. Ihr müsst euch überlegen, als Hase kommst du auf die Welt und du bist entweder ein Schokoladenhase oder ein ganz niedlicher Hase. Du bist einfach immer der liebe, niedliche Hase und der auch tatsächlich noch vom Jäger erschossen wird. So, Achtung. Und wisst ihr, was den Hasen total nervt? Den Hasen nervt es total, dass er immer die Arschkarte hat und erschossen wird. Und wisst ihr, was er macht? Pam! Dann sagt der Kollege, wir können auch mal einen Rollentausch machen. Pam! Pam! Oh, wow, sieht ganz schnell. Ich mache es in Zeitlupe, okay? Zack. Und, Achtung, zack. Achtung, zack, Achtung, zack, Achtung, zack, 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 zack. Okay? Easy. Langsam. Pam. Pam. Und das übt ihr jetzt mal ein bisschen und dann klappt es auch. Am Anfang ist es echt schwierig und man weiß gar nicht richtig, wo man den Finger hin soll, das ist aber normal.
Dauert ein bisschen, nach einer gewissen Zeit läuft es easy. Okay, wir haben natürlich noch eine Steigerung für das Ganze. Die erste Steigerung ist der sogenannte wandernde Daumen. Kennt ihr den? Also pass auf. Seht ihr, der Daumen wandert nach links, okay, auf die linke Seite. Und er hätte gern natürlich jemanden, der ihn begleitet. Und das ist der kleine Finger. Also wandern diese zwei nach links, bis es nicht mehr weiter geht. Und dann sagen sie, stopp, wir drehen um, Achtung, jetzt kommt hier der kleine Finger und hier kommt der Daumen. Und jetzt wandern die nach rechts. Stopp, Daumen, kleiner Finger und jetzt wandern sie nach links. Okay, stopp, Achtung, kleiner Finger, Daumen und jetzt wandern sie nach rechts. Und so geht es irgendwann ganz fließend, okay? Das ist alles nur eine Frage der Übung. Nochmal, der Daumen wandert nach links, der kleine Finger kommt mit. Zack, 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 zack. Und dann sagen sie, oh, keine Bock mehr, also drehen wir uns um. Also drehen wir uns um. Also drehen wir uns um. Handrücken zeigt immer nach vorne, okay? Das war die nächste Übung, die baut auch ein bisschen, bis ihr die drauf habt. Und jetzt haben wir natürlich noch eine, die ist, ja, würde mal sagen, eine Steigerung. Und wisst ihr was? Da kommt er wieder, der kleine süße Hase. Und wisst ihr, was der kleine süße Hase sich wünscht? Er will einmal in seinem Leben ganz böse sein, wie der Teufel. Okay, was macht der Hase? Zieht sich um. Und einmal ist es der Teufel, ne? Und zack, geht ganz schön schnell, ne? Wenn es nicht so schnell geht, dann macht es doch einfach langsamer. Easy. Wenn ihr jetzt gerade sagt, ihr kriegt einen Knoten im Kopf, ist das völlig normal. So ging mir es am Anfang auch. Das ist alles eine Frage der Übung. Slow-mo. Es ist gar nicht so schwer, man es mal kann. Und das sorgt natürlich dafür, dass die zwei Gehirnhälften schön miteinander synchronisieren. So, die habt ihr gesehen. Also Teufelhase, Hasejäger. Und jetzt machen wir noch eine, passt auf, was auch noch geht, ist, wenn ihr auf die Oberschenkel klatscht, zack, und jetzt geht ihr nach unten in die Kniebeuge und greift euch über Kreuz am Ohrläppchen. Runter Kniebeuge, über Kreuz am Ohrläppchen. Und wenn ihr dann auch noch das über Kreuz wechselt oben, dann seid ihr Masterclass. Okay? Das ist auch noch eine Übung, könnt ihr auch üben. Haben wir noch eine, ja? Wir haben noch eine, auch noch eine relativ einfache Übung, das heißt, ihr steht im Stand, ist auch, wenn ihr in Seminaren seid und dann immer eine Pause macht, dann geht natürlich auch das. Rechte Hand zum linken Fersen, linke Hand zum rechten Fersen. Auch das ist eine Möglichkeit, was auch geht, ist die hier über Kreuz, geht natürlich genauso. So, und das zum Thema kognitives Training. Super Sache, wenn ihr viel zu lernen habt, wenn ihr viele Neuigkeiten habt, dann gönnt euch einfach alle 2 Stunden mal eine Pause, macht diese Übungen 3-4 Minuten, das reicht schon. Danach seid ihr wieder richtig frisch im Kopf und könnt wieder ganz viele Infos ganz schnell verarbeiten. Und diese Infos können in eurem Langzeitgedächtnis viel besser verankert werden. Also, das war's. Einmal nicht zum muskulären Training von mir, sondern zum Thema Brain Gym Gehirnjogging. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.